Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei Gothic. So, wir haben jetzt hier den Plan, hier runter zu gehen und dann in Richtung, achso, ja, ich sag mal jetzt zum Reislord, vielleicht mal das Wasser abholen. Ich hoffe, der hat nicht jetzt schon was gegen mich. So, wo ist denn der Boy? Hallo? Fettsack? Kümmert den das gar nicht, dass ich hier bin? Dann nehme ich dem doch gleich mal seine Hütte aus. Hier ist ja gar nichts. Die Säcke und die Fässer, mit denen kann ich nichts anfangen. Was ist denn da oben? Das interessiert gerade irgendwie keinen, dass ich hier bin. Aber hier ist auch gar nichts, ne? Ja, es ist völlig unnötig hier. Pff, okay. Dann halt nicht. So, wo ist denn der Reislord eigentlich? Das kann doch nicht... Wo ist denn der... Hello? Hello? Hier ist auch nichts. Er ist wahrscheinlich oben oder so? Oder war der hier? Ne, ich habe ihn gleich gesehen. Er ist wahrscheinlich da drin. Darf ich hier rein? Hey du! Hey du! Oh Leute. Dein Glück. Gut, aber ich darf. Ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Hey du, trag Wasser für mich aus. Hey, aber du darfst hier nicht rein, um dir was abzuholen. Ist klar, Leute. Ja, pff, dann steckt's euch halt sonst wohin, meine Freunde. Dann werde ich jetzt einfach mal hinjumpen. Zum Sumpflager. Oder? Muss ich erstmal noch etwas? Abwarten. Mal schauen, der Lurker, so die schafft noch nicht. Wasserträger für Lefty, Aufnahme neues Lager, da bin ich jetzt dabei, oder? Was muss ich denn noch machen? Ich stehe vor dem Tor. Lurkers hat mich zum Mordor geschickt. Also ja, ich soll da abchecken, was da abgeht, okay. Das Cloud abnehmen habe ich. Ja, was mir aufgetragen hat. Was ist etwas davon, dass die Sache von selbst regelt? Keine Ahnung, was er damit meint. Der Lars zeigt sich sichtlich zufrieden, dass ich 400 Erz, bla bla. Ja gut, dann muss ich wohl noch andere Aufträge machen. So, Prüfung des Vertrauens. Ah ja, genau. Die kann ich ja eigentlich auch noch machen. Genau, zu Torus will ich noch. Sumpfkraut, Ernte. Genau, das Ding soll ich auch noch hier zu Korkalon bringen. Ja. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal zu Torus. Gebe dem... Ich dachte, das Bescheid, dass Mordrak nicht mehr im Lager ist. Denn das habe ich ja theoretisch geschafft. Ich hoffe mal, dass das auch wirklich so gewertet wird. Boah, Leute, das ist ja ernsthaft. Zack, immer wenn er so aufs linke Bein tritt. Schaut mal so. Ich provoziere jetzt mal, dass er nicht so weit springt. So, rechts. Normaler Sprung. Wenn es gerade dabei ist, aufs linke zu treten, gibt es so eine Hechtrolle. Eine Flugrolle, Sprungrolle, wie auch immer. Das ist ja echt, ja, ein bisschen bescheuert, finde ich. Das ist doch 100% ein Bug. Hä, was war das? Ah, wie sieht es eigentlich mit meiner Erfahrung aus? Okay, nice. Ich brauche noch circa, ja, 600. Was war das? 555. Wow. Das war ein langer Sprung. So, der kann mir immer nichts beibringen. Oder, ich glaube, ich habe alles schon gelernt. Der kommt mir wahrscheinlich dasselbe beibringen wie die anderen Boys da vor dem alten Lager. Alles klar. Ja gut, also jetzt zu Torus, Bescheid sagen, dann das Kraut abliefern im Sumpflager und den einen Kerl einschläfern mit der Rolle und dann schauen wir mal. Das gibt bestimmt auch nochmal einen Haufen Erfahrung. Weil das muss man halt auch abwägen. So, die Erfahrung ist mir das schon wert, ein bisschen auf Kohle zu verzichten. Ich habe schon auf über 1000 Erz verzichtet insgesamt, glaube ich, um die Erfahrung zu kriegen. So, mit der nächsten Stufe, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal schleichen lernen soll oder lieber erstmal Bogen schießen oder so. Ich glaube, ich lerne erstmal schleichen. Das ist halt so ein Ding, das hat man einmal gemacht, dann kann man das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was sind die hinter mir? Oh fuck, das sind Snapper. Nein, 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 nein. Oh my fucking God. Boah, Leute. Die Viecher wären mein absoluter Tod. Gott, hatte ich gerade Glück. Folgen mich jetzt, ey, die sind absolut deadly as fuck, ja. So, ich geh mal vorne rein. Boah, das sind die Überkiller-Kreaturen, ne? Gegen die habe ich jetzt mal so gar keine Chance. Ich bin 100 pro noch One-Hit für die. Die sehen aus wie so Raptoren, die sind absolut tödlich. Ich schaue mir so eine Beere an. Oh, guck mal, eine Beere. Hm, lecker, lecker. Und dann, ja, heißt es, ja... Das ist wirklich Mahlzeit, hier ist ein Snapper-Rudel. So, hat mir eigentlich Diego jetzt offiziell diese Prüfung vertraut? Ja, lol, jetzt ist der nicht mal da, der Torus.
Guck, kann ich irgendwo pennen? Da ist Diego. Kann ich vielleicht mal... Ich speichere mal zur Sicherheit. Zack. Hey Diego, steh mal kurz auf. Ich muss in dein Bett. Hä? Nee, ich will nicht mit ihm reden. Wie steht... Ich hab mal mit ein paar... Und? Sketty hat mir gesagt, du hast gegen Kirgo verloren. Und er war sehr gespannt, ob du Karim heraus... Ich hab mit Whistler geredet. Karim. Du bist mit seinem Erz durchgebrannt, du gerissener Hund. Ich muss schon sagen, Mut. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Ja. Fingers sagt, du hättest was... Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso... Bei der Mordrak-Sache hast du einen ganz schönen Brocken als Auftrag angenommen. Ach so, ich dachte schon, er ist kein schlechter Kämpfer. Du solltest einigermaßen... Alles in allem schon nicht so schlecht für eine... Aha. Mach's gut. Oh nee, Diego, komm, steh auf. Ja, komm schon. Was ist denn los? Ich will in dein Bett, Mann. So, läuft. Ja, passt doch. Abgezockt. Kann ich das Zeug hier mitnehmen? Nimm mir seine Lügen. Welche Schüssel? Läuft. Ja, hoppala. Boah. Rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, rechts, rechts. Da ist ja richtig Stuff drin. Ich hoffe mal, Diego erwischt mich jetzt nicht, wie ich seine Truhe ausnehme. Ja, sonst kann ich jetzt zum einen gehen und sagen, ey, hier sind 100 von Diegos Erzen. Hilf mir mal, dass ich kein Beef mehr mit ihm habe. Ja Leute, Diebstahl bringt hier ordentlich was, wenn mich erwischt wird. Und dazu sollte ich auch schleichen können, das kann ich das dann noch besser. Aber der ist nicht mal aufgewacht, als ich hier in seine Hütte rumgespaziert bin. Voll easy cheesy. So, Torus. Wie läuft's? Bitte nicht hauen. Der Typ wird sich hier nicht wieder blicken lassen. Lieber wäre mir gewesen, du hättest ihn umgelegt. Wahrscheinlich gibt es irgendwie mehr Erfahrung oder so. Du siehst nicht so aus. Nur Gomez, Leute. Schau mal. Ja. Lol. Soll ich wohl keinem sagen. Egal. Diego hat gemeint, die sollten mal lieber ruhig sein darüber. Wo ist denn der überhaupt? Ah, hier vorne. So, mal gucken, was er erstmal von hält. Wie steht's mit meinem... Ich hab mal mit der... Und? Sketty hat mir... Und er war sehr... Ich hab mit Whistler geredet. Sly hat mir... Fingers, du hast es tatsächlich geschafft. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Du hast genug Leute gefunden, die für dich spielen. Aber die Prüfung des Vertrauens liegt... Okay. Das heißt, ich muss jetzt in die alte Mine noch. Mach's gut. Läuft. Oh, ich bin bald Level up. Ich glaube, ich gehe mal den einen herausfordern. Hier, Karim. Aber ich glaube, der wird mir volles Pfund aufs Maul hauen. So wie der Kerl drauf ist. Man muss eben auch, ja, ich werde es mal probieren. Vielleicht kann mir Sketty ja dann noch... vielleicht ist er doch noch beeindruckt von mir. Man darf auch nicht alles laufen. So, erstmal Fleisch braten hier. Und dann gehe ich mal checken, ob ich vielleicht doch im Kampf bestehe. Sonst werde ich dann gleich erstmal in die alte Mine gehen. Ich glaube, ich mache dann die Prüfung des Vertrauens, oder? Es gibt irgendwie keinen, den diese Karte interessiert oder so. Oder das, was ich da... Ah, die Liste kann ich dann vielleicht zu einem bringen. Yo, Whistler, du Lappen. Genau. Weil vielleicht, ich krieg da dann da irgendwie eine Liste oder irgendwie sowas bei der Prüfung des Vertrauens und dann kann ich dir eventuell Scheiß einen von meinen Jungs bringen. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich das will. Gibt's halt wieder Erfahrung. Hier und hier. Oh, sorry. Ich habe dem Schatten hier seinen einzigen Kumpel weggenommen. Mordrak, mit dem er sich die ganze Zeit unterhalten hat. Boah, es dauert ja ewig. Wo ist Matt eigentlich? Achso, ich habe mir gesagt, dass ich verbissen soll. So. Mal gucken. Wie sieht's hier... Boah, Karim, der haut mich doch zu Klump. Das ist ein Söldner. Und der andere ist ein Templer. Also das hier ist der Schwächste von denen, der Kirgo. Hm. So. Yo. Ich fordere dich heraus. Lass es uns in der Arena austragen. Nicht gut du? Gehen. Ich fress dich zum Frühstück, Kleiner. Das glaub ich dir selber so einen Gefallen und mach... damit du gespannt davon kommst.
Damit du ungeschoren davonkommst, du feige Schwein. Fällt dir nichts Besseres ein, Kleiner? Ich wollte zuerst was über deine dürren Ärmchen sagen, aber dann fiel mir deine hässliche Fresse auf. Ich denke, das ist deine letzte Chance, hier endlich zu verschwinden! Der Kerl haut mich doch zu Klump. Wie wär's mit, deine Mutter treibt's mit Ziegen? Das tut sie vermutlich wirklich. What the fuck? Lass mal überlegen. Nein, mir fällt nichts ein, was du begreifen würdest. Vielleicht solltest du es auf einem Versuch ankommen lassen. Hey, er lässt sich echt nicht leicht, So, einer geht noch. Du bist doch nur hier, damit du meine Chance bekommst, Gomez in den Arsch zu kriegen. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, soweit. Was? Du Wurm! Du weißt gar nichts über uns! Das neue Lager ist unabhängig von dieser ganzen Scheiße! Und im Übrigen gibt es nur einen Grund, warum ich hier bin. Damit ich Klugscheißern wie dir das Hirn aus dem Schädel prügeln kann. Es wird mir ein Vergnügen sein, das bei dir zu tun. Dein Schicksal erwartet dich in der Arena. Leute, ich bin am Arsch. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Ah ja. Oh Gott, oh Gott. Beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Ich konnte nicht mal halb kloppen. Oh mein Gott. Wow, so viel Erz. Nein. Wieso hatte ich überhaupt so viel? Na, ja, aber lass mir bloß meine Waffe. Gar nichts. Lass mir bloß meine Waffe. Ja, vielleicht kriege ich ja die Stimme von Sketty, weil ich genug Eier hatte, um ihn rauszufordern, weil dem zu besiegen ist halt absolut unmöglich am Anfang. Ihr habt sie gesehen, ich habe nicht mal Damage gemacht. Wahrscheinlich ist mein Skill einfach noch zu gering. Ja, wo ist meine Waffe hier? Da, zack. Stachelkeule. Er hat mich kaputt gehauen. Ey, yo. Nee, nicht du, der andere. Ey, yo. Suchst du wieder Streit? Ja, ja. Okay, den da vielleicht? Kannst du mir Weg ins Lager beschreiben? Kämpfst in der Arena? Ja, nee. Ey, Sketty, ich hab mich zweimal verprügeln lassen. Bist du stolz auf mich? Ich bin gegen Karim angetreten. Er hat dir ganz schön in den Arsch getreten. Trotzdem hast du dir den richtigen Gegner gewählt. Ich kann diese Bastarde nice. Aus dem neuen Lager nicht Es hat wirklich was gebracht, wie geil. Scheint dir ja genauso zu gehen. So jemanden können wir hier brauchen. Wie geil. Es hat wahrscheinlich mehr Erfahrung gegeben, wenn ich Kirko besiegt hätte. Obwohl, wer weiß. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll... So, ja stimmt, das war das. 20 Lernpunkte, das ist halt echt viel erstmal. Oder kann ich wetten? Ich will wetten. Aber im Moment findet... Der nächste Kampf ist in ein paar Tagen. Okay, cool. Ja gut, dann werde ich jetzt erstmal pennen gehen. Meine Wunden heilen hier. Ah, ich schnapp mir erstmal, jawohl, zur Stärkung erstmal schön... Fleischschwanzeneintopf à la Snuff. Du hast gesagt, ich kann so viel... Und... Nom nom nom. Hey, wie läuft's? Den Streit vergisst du, okay? Okay. Ja gut. Lass mich vorbei! Junge, hast du es nicht gelernt? Sagt der Kerl, der eine Blutspur hinter sich herzieht. Aber matt würde ich noch schaffen mit einem Arm auf dem Rücken, ohne Waffe und blutend. Dass das feststeht. Das ist wirklich nicht mein Problem. Du bist nicht mein Problem, Junge. So, gibt's hier auch interessante Leute zum Belabern? Ich glaube nicht, ne? Geil, hat der was? Was sind die Vorteile? Welche Hütten? Ja. Das hier ist meine Hütte. Ich will hier nichts reinlegen. Am Ende klauen die Schweine mir meinen Stuff. So, erstmal pennen. Aber bis zum Mittag reicht ja auch. Noch nicht besonders. So, dann wollen wir ins Sektenlager. Und dort wollen wir... Das Zeug verkaufen. So, war hier noch irgendwas? Ich möchte Dinge... Hab ich hier was? Viel Kohle. Kann ich mir Zeug geben? So, hier. Becher. Schlüsseln. Noch etwas. Ja, hier ein Buch. Pfanne, behalte ich erstmal. Ja, gib mir das Zeug hier.
Sehr gut. Gut. Dann jetzt ins Sumpflager. Alles klar. Dann wollen wir auch mal sehen, ob ich das Zeug noch nicht loswerden kann. Nicht noch loswerden kann, so rum. Bei Dingens, wie heißt der? Hier, Korkalom, wollte doch das Glas haben. Ich könnte es ja theoretisch schon verticken. Aber ja, wie gesagt, die Erfahrung ist mir im Moment mehr wert. Weil Kohle, ihr seht es ja, ich verliere ständig mehrere hundert und gain die dann übertrieben schnell wieder. Ja, bis wir da ankommen, dauert es noch ein bisschen. Leute, ich würde sagen, ich mache hier mal eine kleine Pause. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Gothic. Haut rein!